Verarbeitung. Das angelieferte Altpapier wird einem Prozess zur Fasergewinnung zugeführt. In mehreren Stationen wird es für die Produktion von Gipsfaserplatten aufbereitet. In der Hammermühle wird das Papier grob zerkleinert. Die so gewonnenen Papierschnipsel werden im sogenannten Zyklon pneumatisch vom Staub befreit. Im Schnipselbunker wird das Papier zwischengelagert und je nach Bedarf abgegeben. Die Fasermühle zerkleinert die gereinigten Schnipsel bis zur finalen Faserstruktur. Über den Pneumatiktransport werden die Fasern zum Faserfilter transferiert. Hier findet der vorletzte Schritt der Papieraufbereitung statt, das Filtrieren der Fasern. Dabei wird sichergestellt, dass die Fasern exakt die richtige Struktur besitzen. Der letzte Schritt der Papieraufbereitung findet in der Faserbandwaage statt. Hier werden die Fasern je nach Rezeptur zudosiert. Nun wird der gebrannte Gips in den Prozess eingeleitet und alle Materialströme zusammengeführt. Der Aufbau einer Recyclinganlage steht kurz vor dem